Ja, das Video von dieser Woche wird ein bisschen anders, ein bisschen kürzer, ein bisschen unspannender, weil ich war halt bei meiner Familie. Und da will ich natürlich mich nicht die ganze Zeit selber filmen und Monologe führen. Und deswegen habe ich immer nur ganz kurz das Essen gefilmt. Auch zu kurz. Ich musste es jetzt im Video sehr dehnen und deswegen sieht es manchmal wahrscheinlich kacke aus wegen Slow-Mo. Aber ist ja egal. Ich unterlege das jetzt alles mit Ton, erkläre euch, was es da zu essen gab, auf was ich verzichtet habe und so, versuche das irgendwie so schnell wie möglich runterzurattern. Und ja, ab jetzt geht es dann wieder richtig in den Grind rein hier zu Hause. Aber nur, dass ihr wisst, warum das Video so ein bisschen komisch ist. Klar, Weihnachten. So, hier geht es dann auch schon los. Schweinelende mit roter Beetesalat und Kartoffeln. Da drüben seht ihr, meine Mama macht sich das mit Bohnen und, das ist nicht meine Mama, das ist mein Onkel, mit Sauce Hollandaise. Darauf habe ich natürlich verzichtet. Also ein bisschen trockener, aber durch die rote Beete war es echt geil. Also hat gut geschmeckt. Das war Essen Nummer 1. Dann ging es am 24. zu meiner Familie nach Sangerhausen und gleich Kaffee. Geile Sahne, Himbeertorte, Apfelstrudel, Plätzchen, Kuchen, also übelst geiles Zeug. Ja, habe ich natürlich auf alles verzichtet. Auch Kaffee darf ich ja nicht trinken, trinke ich sowieso nicht. Und das Einzige, was ich getrunken habe, war eine Tasse Hafermilch. Das war mein Kaffee an dem Tag. Das war ziemlich deprimierend. Alle haben sich gefragt, willst du nicht doch was anderes essen? Ach ja, ich habe noch eine Mandarine oder eine Orange gegessen. Das war quasi mein Kaffee. Aber naja, das ist halt so jetzt gerade in der Phase. Zum Abendbrot gab es dann klassisch Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Und meine allerliebste Oma hat sogar noch eine extra Schüssel Kartoffelsalat für mich gemacht, ohne Mayonnaise, ohne irgendwelche Sachen, die nicht ran dürfen. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da noch alles dran war. Aber ich glaube, die Mayonnaise war der Hauptbestandteil, worauf wir verzichtet haben. Ja, ihr seht, da gibt es Toast dazu, Rago Feng, also Würzfleisch. Da bei meinem Würzfleisch habe ich auch auf Käse verzichtet. Und ja, ein bisschen Ketchup, das war jetzt nicht so schlimm. Dazu gab es so kleine Filinchen, Knäckebrot, Roggen und Sauerteig. Das darf ich sogar essen. Das hatten sie einfach im Haus. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Das habe ich ein paar Scheiben davon mitgesnackt nebenbei. War ganz cool. Also ja, da haben wir auch sehr auf die Ernährung geachtet noch. Das wird später ein bisschen anders, aber ja, das war auf jeden Fall nice. Dann habe ich noch gesagt, ich will auf jeden Fall noch raus. Am Anfang wollte irgendwie so keiner, aber ihr seht, es war glatt, es hat geschneit, weiße Weihnachten. Und dann sind wir doch alle raus. Dann sind doch irgendwie alle mitgekommen, weil keiner wollte alleine zu Hause bleiben. Und dann sind wir einmal durchs Dorf gelaufen, bisschen spazieren gehen mit der Family. Aber da war mein Schuhwerk echt scheiße für. Ich habe ja erst am 27. neue Schuhe gekauft. Die wären da safe gewesen, aber naja. War trotzdem echt cool. Minus 8 Grad waren da, glaube ich. Also echt scheiße kalt. So, am nächsten Tag wieder meine Hafermilch. Wieder zum Frühstück/Mittag habe ich ein gekochtes Ei gegessen mit Mandarinen. Aber nicht wirklich viel, weil ich ja wusste, es wird ein richtig krasses Mittag geben. Deswegen nur das eine Ei. Ich habe, glaube ich, doch keine Mandarine gegessen, nur das Ei. Und dann ging es los. Da wurde Bambi getötet und gekocht. Also richtig geile Rehkeule mit Rotkraut, mit Klößen. Da kann man natürlich, also kann man wahrscheinlich schon, aber nicht mehr so krass auf die Zutaten gucken. Ich meine, Reh ist relativ mager, Wild ist sowieso mager und deswegen war das ja ein okay Essen. Hier müsste das dann gleich noch fertig kommen. Okay, das Video habe ich ein bisschen gedehnt. Aber ja, was ist da schon Böses drin, ein bisschen Glutamat vielleicht von irgendwelchen Soßenbindern oder sowas, aber das ist alles sehr natürlich selber gekocht. Und ja, da Rosenkohl. Dachte ich immer, das ist richtig eklig, aber ich habe es mal probiert, war sogar okay, kann man essen. Ich bin trotzdem im Rotkraut geblieben, aber für die Zukunft kann ich auch merken, Rosenkohl ist okay. Müsste ich nur mal auf die FODMAP gucken, ob das da auf der Darf- oder Nicht-Darf-Liste steht. Weiß auch nicht, warum das Video, dieser Clip wieder senkrecht ist anstatt waagerecht, aber naja. Ich halte mein Handy immer gleich, immer so. Aber es ist wieder nur ein Clip im ganzen Video, das passt. So sah es dann fertig aus. Bin auch bei dem einen Kloß und den zwei Stücken Fleisch geblieben. Also solange ich es nicht übertreibe, geht das.
Das war da an der Pokerabend bei meinem Vater in der Wohnung. Da habe ich mir Freunde eingeladen. Da habe ich die Rest Schweinelende, Rest Rakofeng, rote Beete und Kartoffelsalat gegessen, während die anderen schon gegessen hatten vorher. Ich kam ja erst gegen 17 Uhr in Weimar an, habe die dann erst abgeholt und habe dann gegessen. So, mal wieder ein Nachtspaziergang mit dem Sion und Tim, die im Dunkeln kaum zu erkennen sind. Moin. Also Bewegung auch wieder abgeschlossen für heute bei minus fucking 7 Grad. Wessen Idee war das nur? Aber war cool. Jetzt wieder rein. So, dann der 26. Mittag bei Mom. Rinderroulade, Rotkohl und richtige Klöße. Also richtig aus alten Kartoffeln selber gemacht von meiner Tante. Da ist dann wirklich gar kein Gluten oder sonst was dabei. Es sind wirklich nur Kartoffeln. Das ist dann wirklich mal zu 100% genehm, das Essen. Am Abend dann noch zwei Kartoffelpuffer, ist ja auch okay. Ein bisschen Lachs und Salat, also auch super diätfreundlich, das Essen. Das war irgendein Fischsalat, der war ganz lecker. Hier so Rollmopssalat oder sowas. Also das hat auch ganz gut geschmeckt. Also ja, ihr seht, ich habe es nicht zu krass übertrieben, aber einen schönen Tee dabei. Ab und zu muss man halt mal ein paar Ausnahmen machen zu Weihnachten, ne? So, wieder Essen bei der Mama. Die Reste von dem Rouletschen mit Klößen aller Art. Bisschen Salat, bisschen Rotkraut. Lecker. Am Abend gab es dann Resteverwertung, Bratkartoffeln, Rührei drüber, ein Rest Salat, Kartoffel und normalen Salat. War auch ganz lecker, bisschen Ketchup, wird mich nicht umbringen. Und es muss ja weg, ne? Sagen wir im Osten. Oh, am letzten Tag in der Heimat ging es dann noch ins Kartoffelhaus. Also normalerweise esse ich da eine Backkartoffel mit schönen Kräuterquark und Lachs, das, was meine Mom da isst zur Linken. Aber naja, Kräuterquark ist halt Laktose und deswegen habe ich das weggelassen und habe einfach mal eine Kartoffelsuppe gegessen. A, ein bisschen weniger essen nach den ganzen verfressenen Mahlzeiten, die es da gab. Mein Papa hatte ein Backkloß mit Chili con Carne, obwohl er es nicht bestellt hatte. War aber trotzdem lecker mit Käse gefüllt, der Backkloß, richtig geil. Also da ist mir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, ich mit meiner kleinen Suppe, aber war auch lecker, war auch ein bisschen Lachs drin. Und naja, man muss es halt nicht immer übertreiben und deswegen war das sehr, sehr lecker. So, wieder in Berlin. Ich habe ja echt recht wenig aufgenommen die letzten Tage, aber klar, ich bin bei meiner Familie. Ich will da nicht andauernd mit mir selbst reden, mit dem Handy. Deswegen habe ich viel im Nachhinein vertont oder werde es noch vertonen. Aber jetzt kann ich wieder mit mir selbst reden. Yay! Am Anfang habe ich da noch echt gut durchgehalten mit der Diät, aber dann irgendwann war halt doch zu viel Schokolade um mich rum, um diesen inneren Schweinehund zu bezwingen. Und dann denkt man sich, ja, fuck it. Hast jetzt 4 Wochen durchgezogen, einfach mal wieder ein bisschen Schokolade, ja. Ging dann halt auf den Magen, also Rechnung gleich bekommen. Der Verdacht nach Laktoseintoleranz verdichtet sich immer mehr. Also ich hoffe, dass ich bald diesen Test machen kann. Meine Krankenkasse hat mich ja angerufen, vielleicht kann ich denen auf den Sack gehen, dass die mir einen Termin besorgen sollen. Und dann schauen wir mal, ob die was rausfinden. Morgen früh Arzttermin um fucking 8. Also um 7 aufstehen. Wird geil. Aber endlich wieder im eigenen Bett schlafen wird bestimmt nice. Ich muss die Bude noch fit machen. Morgen kommt ja Besuch. Es sind gerade 14 Grad in meiner Wohnung. Deswegen Heizung schön aufgedreht. Rechner läuft. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange kalt bleibt. Und ja, jetzt chill ich erstmal und esse einen veganen Joghurt mit Stracciatella-Streuseln von Frank und Suse empfohlen und auch geschenkt bekommen nach unserem letzten Abend gestern. Ja, schmeckt. Also ich habe ja gestern schon den Pudding gegessen, den sie mir geschenkt haben. Der hatte einen interessanten Nebengeschmack, aber war trotzdem geil. Klar, ist ja auch jede Menge Zucker drin. Und hier auch. Also das wird jetzt nichts, was ich jeden Tag einfach als sonst was essen kann. Aber wenn mir so ab und zu mal der Heißhunger auf was Süßes ist, dann ja, klar, sowas ohne Laktose, ohne irgendwelche krassen, ekligen
Palmöl, Nebenprodukten oder sonst was. Also wenn Zucker, dann wenigstens gut verarbeitet quasi. Aber halt auch nicht mehr in den Mengen. Gut, dann gucke ich mal, ob ich die Wohnung aufgeräumt kriege. Ich weiß nicht, ob der Joghurt schon mal ein Armbrot sein wird oder ob ich nachher noch mir was mache. Mal schauen. Aber auf jeden Fall erstmal zu Hause ankommen. Tasche habe ich ausgepackt und jetzt wird gechillt. So, Zeit fürs Armbrot. Der Joghurt war definitiv nicht genug. Ich habe jetzt noch mega Hunger. Es ist kurz nach 8. Ein bisschen spät für meinen Geschmack, aber gut, heute war ja auch Reisetag. Da ist das halt so. Ein Rewe kam halt auch eben erst. Da habe ich noch schnell was zusammengeköchelt. Und zwar habe ich mir einen Hackeklops gemacht mit toskanischem Gemüse oder sowas. Also TK-Gemüse. Eine Süßkartoffel habe ich mir gekauft und ein bisschen Joghurt, weil das wird alles ziemlich trocken sein. Und das haue ich mir jetzt rein und dann wird gleich wieder Serie geguckt. Hab ja zwei Folgen verpasst von Seven vs. Wild. Die gucke ich mir jetzt mit Benny an und im Stream. Und dann wird gezockt. Und eben kam noch eine doofe Nachricht, aber ich glaube, darüber rede ich erst morgen, wenn ich vom Arzt wieder da bin. Da habe ich gerade keinen Bock drauf, über dieses Thema zu reden. So, moin, es ist Mittwoch, 9:30 Uhr. Bin schon seit um 7 auf der Beine, weil um 8 ja Arzttermin. Ja, worüber ich gestern nicht sprechen wollte, meine Krankenkasse hat mir geschrieben, dass sie mich nicht mehr als arbeitsunfähig ansehen nach den ganzen Diagnosen, die sie von meinen Ärzten bekommen hat. Der medizinische Dienst der Krankenkasse hatte ja ein ganzes Telefonat mit mir und kann das jetzt so entscheiden. Naja, was soll's. Das Positive ist ja, dass mein Magen wirklich besser geworden ist mit der Diät und deswegen bin ich jetzt nicht mehr komplett lost und kann mir wieder vorstellen zu arbeiten. Von daher, naja, habe ich mich jetzt erstmal wieder arbeitssuchend gemeldet. Gucken, dass ich halt anstatt Krankengeldes wieder Arbeitslosengeld bekomme und dann anfange, so ganz langsam im neuen Jahr dann Bewerbung zu schreiben. Ich meine, es das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt instant ab 1. Januar wieder arbeiten soll, sondern einfach nur nicht mehr krank. Juhu, ich bin nicht mehr krank, sondern halt arbeiten wieder. Ja. Oder Arbeit suchen erstmal. Hab dann noch gefragt wegen den Schwindelanfällen. Er hat gesagt, ich soll unbedingt die Übung machen, die mir der HNO damals empfohlen hat im September. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das habe ich nämlich, ich dachte, das soll ich nur machen, wenn ich diese Liegeschwindelanfälle habe, aber anscheinend soll ich das fast jeden Tag machen. Okay, dann versuchen wir das irgendwie in den Alltag mit reinzubringen. Was war noch? Ich habe nochmal Blut abnehmen lassen, um einfach Blutzucker nochmal zu checken, weil das war ja auch unsere Vermutung wegen den Schwindelanfällen, weil ich ja weniger Zucker esse, aber er hat gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, aber er testet es. Dann hat er noch die Laktase, irgendwas, Ergebnisse vom Stuhl mir mitgegeben, das schicke ich dann Simon nachher gleich, mit denen habe ich am Morgen Gespräch. Da kann er da gleich mal drauf gucken, ob das das ist, was er braucht, um auch noch ein paar Schlüsse zu ziehen. Und ja, dann heißt es für mich noch Gastroenterologe zu suchen für den Laktosetest. Und das ist mein To-Do. Jo, dann wollte ich gerade Corona-Test machen. Die Bude macht angeblich um 9 auf. Ich war 5 vor 9 da, habe mir online einen Termin gebucht. Und 10 nach 9 war immer noch niemand da. Deswegen bin ich wieder heime. Dann mache ich nachher einen Spaziergang und gucke mal, ob die dann endlich offen haben. Ansonsten habe ich mir auch noch ein Brötchen gekauft. Ich will heute mal wieder Brötchen und Rührei essen. Gucken, ob ich das vertrage, weil wir sind ja jetzt so langsam in der Zeit, wo ich anfangen kann, neue Dinge zu testen. Noch nicht hardcore. Aber mal ein Brötchen wird gehen. Gerade die Weihnachtszeit war ja jetzt sehr, naja, diätunfreundlich. Am Anfang ging es noch ganz gut, aber irgendwann war es mir dann auch egal. Naja, gibt Schlimmeres. Wie gesagt, mir geht's gut. Ich bin mental gut drauf. Der Magen wird immer besser, auch wenn er heute sehr, sehr zickig war. Aber gut, ich bin ja auch erst um 3 oder so ins Bett, wahrscheinlich erst um 4 eingepennt und um 7 hat der Wecker geklingelt. Jo. Dann ist jetzt für mich auf jeden Fall die Aufgabe wach bleiben. Ich würde mich jetzt gerne hinlegen und nochmal 5 Stunden schlafen, das würde ich locker hinkriegen. Aber ich zocke jetzt einfach, damit ich wach bleibe, damit ich was zu tun habe.
gucke, wann ich rausgehe zum Spaziergang und irgendwann Mittag esse. Aber ja, Hauptsache nicht nochmal hinlegen, Hauptsache jetzt irgendwie beschäftigen und wach bleiben. So, Arbeitsamtkram alles erledigt. Ich muss nur noch einmal vorbei, mich nochmal persönlich melden. Aber ansonsten ist das erstmal alles in die Wege geleitet. Mache ich wahrscheinlich eher morgen, weil ich glaube, die haben nur bis 13 Uhr offen. Nebenbei gucke ich gerade Bad Boys for Life, zock PoE und jetzt gibt's Mittag ein Brötchen mit Rührei. So, Abendbrot-Update. Es gibt den Rest von gestern. Ich wollte heute eigentlich Raclette machen mit Jess, aber die hat abgesagt. Und alleine Raclette fetzt auch nicht. Deswegen gibt es einfach den Rest von gestern. Nebenbei gucke ich Skispringen. Zock PoE. Und ja, bisschen künstliche Soße dazu. Und dann haue ich jetzt rein.